Hallo Leute, ich bin jetzt direkt an der Kiesgrube, habe mir mittlerweile eine Batterie besorgt, einen Spannungswandler von 12 auf 230. Da geht das Kabel raus von der Steckdose. Läuft da runter zu meiner Schlammpumpe. Das ist der allererste Versuch, vielleicht muss ich es noch ein bisschen anders betreiben. Die steht hier auf dem Classifier rum, damit sie keinen Dreck anzieht von unten. Da ist mein Eimer mit Sand. Ich musste aber auf einen anderen Sand hier zugreifen, weil mein Sandhaufen wurde weggeschüttet. Jetzt schauen wir mal, ob in dem Sand auch Gold zu finden ist. Jetzt lasse ich hier so einfach den Hang runterlaufen in den Baggersee hinein, weil das machen die anderen hier im großen Stil auch. So läuft es dann da runter, das Schlammwasser, und die Pumpe zieht immer wieder frisches nach. Es hat mittlerweile hier eine Außentemperatur und ich habe mir gedacht, bevor ich dieses aufschwerben Kübel hier rumschleppe, die Nürre, und jetzt einfach hole ich meinen Sand von da. Die Schaufel. Da sieht man sie. Mal sehen, ob da Gold drin ist. Das seht ihr dann später im Video. Was ich heute mache, ist wieder prospektieren, weil den Sand kenne ich noch nicht, den es hier jetzt gibt. Mal sehen, was da so rauskommt. Der erste Eimer ist jetzt komplett ausgewaschen. Jetzt mache ich mal den ersten Cleanout von dem Sand hier und dann bin ich mal gespannt, ob da was zu finden ist. Leute, ich glaube, ich habe meinen Sandhaufen wieder gefunden. Das hier ist feiner Sand. Seht ihr? Wir haben den offensichtlich von da drüben, da war er gelegen. Genau hier haben sie ihn anscheinend daher gekarrt aus irgendeinem Grund, weil blöderweise ist es nämlich jetzt so, wenn ich mich nicht beeile, wird er irgendwann hier runter geschoben und landet im See. Aber ich glaube, das ist er. Ich mache mal ein paar Eimer. Ich klassifiziere das Material jetzt so. Mit einer Hand zeige ich es euch mal kurz. Feiner Sand raus. Und das, was hier übrig bleibt, sind Lehmbrocken, keine Steine. Die kann man nämlich zertreten. Bleibt nichts übrig. Wow! Ich dachte schon, mein Sand ist weg. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Dann könnte ich aufhören hier an der Kiesgrube. So, und ich zeige euch dann mal nach ein paar Eimern, ob da Gold drin ist, weil ich hoffe, das ist er. Sieht zumindest so aus. Bis später, Jungs und Mädels. Meine Waschanlage habe ich jetzt auch elektrifiziert hier mit einer 100 Amperestunden Batterie. Steht hier 500 Watt DC-AC Konverter. Den schmeiße ich jetzt mal an. Da seht ihr, wie das Wasser kommt. Das ist eine ganz einfache, wie nennt man denn die? Schmutzwasserpumpe, genau. Die liegt hier auf dem Classifier rum, damit sie die Steinchen nicht ansaugt. Da geht ein Schlauch hoch, ich glaube 1 Zoll hat er oder so ungefähr, ist mir eigentlich egal, da ist so ein Zettel, mal schauen, was da steht. Mit dem Sperrhahn regliere ich den Durchfluss. Ich habe schon einen Eimer durchgewaschen, Sand schmeiße ich hier so rein. Ich habe ungefähr den gleichen Durchfluss wie
in einem Bach nebenan. Der größte Vorteil an der ganzen Sache ist nur, dass ich die Eimer nur von ungefähr da, da ungefähr ist der Sandhaufen, das hellere hier, den muss ich hier bloß rübertragen bis daher, das sind vielleicht 50 Meter. Und ich trage immer nur einen Eimer und wasche den gleich aus und dann strengt es bei weitem nicht so an. Oh, und ich dachte schon, mein Goldsandhaufen wäre weg. Ich habe vorhin auch prospektiert. Das Stück von der Prospektion kann ich euch noch ins Video mit einspielen. Das war eine recht hoffnungslose Aktion. Da habe ich auch 20 Liter durchgewaschen, habe es dann gleich mit der Waschpfanne geprüft. Da war gar nichts drin. Es war gleich Sand von hier nebenan. Da ungefähr an der Stelle. Bloß das Zeug ist mehr Dreck wie Sand. Da sind dicke Kiesel drin. Nur heller Sand, kein schwarzer. Lange Rede, kurzer Sinn. Bis später. Ich zeige euch dann, was da rumgekommen ist. Tja Leute, ich habe gerade hier die Pfanne sauber gewaschen. Das habe ich noch übrig gelassen. Aber ihr könnt ja selbst sehen, hier ist so gut wie kein Black Sand. Außer hier ein bisschen was an der Seite, aber das ist kaum zu erwähnen. Ich habe es schon mal nachkontrolliert, hier ist kein einziger Goldflitter drin. Was bedeutet, dass ich meinen Sandhaufen nicht wiedergefunden habe, sondern irgendeinen anderen. Da ist nichts. Das bisschen dunklen Sand hier ist sehr wenig, was da übrig bleibt. Aber Goldflitter kein einziger. Da bleibt mir nur eins zu tun. Ich muss weiter prospektieren und das da alles auswaschen. So, das war's dann.